und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und Consulting Services und heute mal ganz kurz ein Thema, das hier, wo ich ganz gerne mal ansprechen möchte, wie du als Vertriebler in der Offline-Welt, ja, im B2B häufig, High-End-Segment, ja, wo man einfach alles noch relativ offline funktioniert, wie du aus der Online-Welt sozusagen lernen kannst und hier bestimmte Methodiken einfach aus der Online-Welt anwenden kannst für dich. Und das ist zum Beispiel hier, also hier in der Offline-Welt hast du zum Beispiel irgendwo eine Traffic-Quelle. Ja? Eine Traffic-Quelle, das kann halt Facebook oder irgendwas sein. In der Offline-Welt ist es, sagen wir mal, eine Messe, ja, irgendwo, also das ist dann hier eine Messe, ja, und da kriegst du sozusagen deinen Traffic, also deine Interessenten, ja, die triffst du face-to-face und häufig nur ganz flüchtig, ja, und wer schon mal auf so einer Messe war, besonders die Online-Messen und also diese sehr gut besuchten Messen, da geht es ziemlich hoch her. Ne? Also ich würde mal sagen, dass die wenigsten sich noch an mehr als 20% der Leute erinnern können, die sie da getroffen haben, wenn die da ein paar Tage lang waren. Und hier gibt es einfach aus der Online-Welt eine gute Möglichkeit, indem du einfach eine App nutzt mit deinem Handy. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht da. Und einfach Visitenkarten scannst, ja, also schon mal das, was ich auch schon immer gehasst habe, dass ich am Ende dann immer so einen Stapel von irgendwelchen Visitenkarten hatte und die man irgendwo einsortieren musste und dann war das Heftchen wieder voll, musste wieder Neues kaufen und so weiter. Dieser ganze Papierkram habe ich schon immer gehasst, schon vor den Zeiten des Internets. Und heutzutage brauchst du das alles nicht mehr. Du scannst einfach, du brauchst keine physischen Visitenkarten mehr. Ja? Also es ist immer noch gang und gäbe, dass jeder physische Visitenkarten austauscht. Aber du hast einfach dein Smartphone, ja, und scannst einfach die rein, ja, über eine App. Und diese App ist mit einer anderen Software, mit einer E-Mail-Marketing-Software, Newsletter-Software verknüpft. Ja? In dem Fall zum Beispiel Clicktip. Ja? Und das ist sozusagen dein Opt-in aus dem Online, das was du jetzt offline machst in der Messe, und das ist dein Opt-in-Prozess sozusagen, ja, dieses Scannen. Und da, da kannst du dann automatisch, die Leute, die du eingescannt hast, ja, du hast dann automatisch denen ihre E-Mail-Adresse und so weiter, kannst du Einladungen verschicken oder Terminvorschläge machen oder eine Einladung schicken, dass sie dir Terminvorschläge machen, ja, und das Ganze ohne einen Mausklick, sondern du setzt es einmal, du installierst es einmal, du erstellst einmal diesen Prozess in deiner Newsletter-Marketing-Software, wie zum Beispiel Clicktip, und dann läuft das automatisch. Ja, du scannst nur noch du shakest hands, du lernst neue Leute kennen, potenzielle Kunden, Interessenten und so weiter, scannst die Visitenkarte ein. Und automatisch bekommen die, ohne dass du irgendwas tun musst, ja, einen Tag später die E-Mail oder noch am selben Tag. Ja, kannst du alles einstellen. Ja. Und dann geht es hier weiter zum dritten Mal. Ja. Also diesen ersten Terminvorschlag, den du dann da über dieses automatisierte Tool generierst, ja. Das ist sozusagen im Online-Bereich, wäre das jetzt ein Tripwire, im Offline-Bereich ist es jetzt zum Beispiel ein Vorort-Workshop, ja, oder ja, eine vierstündige Workshop oder ein vierstündiges Präsentation, Roadmap, ja. Ist-Situation, gewünschte Situation in der Zukunft, ja, zum Beispiel das Thema 4.0, ja, wir sind heute dort, wir möchten gerne in Zukunft dort sein, woanders, ja, und einfach diese Road to 4.0, ja, bietest du einfach einen Workshop an, ja, kostenlos, 4 Stunden, um einfach, hier ist sozusagen dein Tripwire, ja, also im Online, im Offline, wäre es dieser Workshop, ja, und dann hast du hier auch wieder so eine CTA, also Cost per Action, also das heißt, du kannst ja sogar, weil du das alles jetzt endlich im Hintergrund immer über deine Software laufen lässt, kannst du es auch beziffern, ja. Also du kannst genau sagen, ich habe jetzt so und so viele Visitenkarten eingescannt, ja, so und so viele Einladungen verschickt, so und so viele Leute
haben die Einladung angenommen. So viel von diesen angenommenen Einladungen sind dann Workshop, aus dem Workshop ist dann das nächste geworden und so weiter. Du kannst es also letztendlich, dein ganzes Offline-Marketing kannst du sozusagen digitalisieren, ja, und dann kannst du es eben auch sozusagen grafisch darstellen und beziffern, ja, und genau verstehen, wo vielleicht noch ein paar Schwächen sind und wo du noch bessere Conversion Rates, wo du hier noch ein paar Schräubchen drehen kannst und so weiter. Und dann geht es eben hier weiter, ja, von wie viel von diesen Workshops, die kriegen dann wieder automatisch Follow-ups, ja, E-Mails über diese Software und bekommen dann also im Online, weil das eine Sales-Page, wo du dann sozusagen ein großes Produkt verkaufst, im Offline ist dann eben Auftrag für irgendein Projekt oder sowas, ja. Und das Wichtige, ja, all das hier, ja, das schreibe ich jetzt mal mit Rot hier, ja, all das hier bildet einfach hinten die Software ab. Ja, und das ist halt in dem Fall hier Clicktip, würde ich jetzt mal vorschlagen. Die sind sehr weit fortgeschritten und sehr innovativ, das heißt, die verbessern ihr Tool ständig, ja, die setzen sich sozusagen the sky is the limit, ja, so ungefähr. Also so ähnlich wie Apple mit Steve Jobs, ja, also du lässt dich immer gern wieder überraschen, welches nächste neue Future ist und so weiter, ja. Und das ist eben mit dieser Software, kannst du eben genau hier sozusagen, die haben Tagging-Funktionalitäten drin, ja, kannst du hier genau, also zum Beispiel hier genau taggen, wie viele von den Leuten, die du jetzt eingescannt hast und denen du sozusagen das erste Mal einen Terminvorschlag geschickt hast, einen Termin auch wahrgenommen haben, dann gibst du denen halt ein gewisses Tag in dieser Software und die den Termin nicht wahrgenommen haben, denen schickst du eben nochmal eine zweite E-Mail, aber eine ganz andere E-Mail. So, ja, ich hatte ihnen ja schon mal eine E-Mail geschickt, das heißt, das ist wieder eine andere E-Mail und so kannst du einfach deine ganz verschiedenen, deine Interessentenliste, die du einscannst, kategorisieren in ganz viele verschiedene Untergruppen und die jeweils natürlich dann entsprechend mit Tags so versetzen, dass du einfach mit einem Klick dein System versteht, okay, die haben schon zugesagt, die noch nicht, die habe ich schon zweimal angeschrieben, haben noch nicht zugesagt, die habe ich schon dreimal angeschrieben, haben noch nicht zugesagt für den Workshop und so weiter. Und dann die eben individuell wieder anschreiben oder vielleicht auch fragen, woran es liegt oder welche Probleme es gibt oder warum sie den Workshop noch nicht teilgenommen haben und so weiter. Und dann daraus wieder lernen und immer wieder so eine Learning-Curve, also eine Schleife daraus bilden und dann einfach auch die E-Mails darauf wieder optimieren und auch die Workshops und so weiter. Ja. Und ja, mit einer Software kann man einfach dieses ganze Offline-Vertriebs, ja, wo man einfach früher irgendwelche Visitenkarten einfach gesammelt hat und dann hat man die irgendwie einen Callcenter-Agent hingeklatscht und der durfte die dann abtelefonieren. Das kannst du jetzt alles letztendlich selber machen, ja, oder du kannst auch natürlich, wenn du jetzt hier zwei, dreimal jemanden eine E-Mail geschickt hast und er hat den Termin irgendwie nicht wahrgenommen oder sowas, dann immer noch sozusagen die dann anrufen, aber das ist ein wesentlich kleinerer Prozentteil und du kannst viel gezielter die anrufen. Ja, es ist, unterstützt einfach vehement so ein Tool, ja, wenn es dich interessiert. Die haben, wenn du den ihr Webinar anschaust, dann kriegst du es sogar, egal welches Paket du nimmst, kriegst du einen Monat quasi gratis, also 1 Euro kostet es. Kannst du zum Austesten, da kannst du wirklich alles austesten. Die haben ein riesiges Handbuch dort, also mit über 400 Videos, die alles Mögliche erklären. Also das ist wirklich gigantisch, das Ganze. Auch dieses ganze, die ganze User-Oberfläche, ja, also wirklich super und wird ständig verbessert und erneuert und verbessert, ja. Also, das ist mein Ratschlag für dich als Vertriebler, Offline-Vertriebler, ganz gezielt, ja, in der Online-Welt kennt fast schon jeder dieses Click-Tip-Tool, aber du als Offline-Vertriebler vielleicht noch nicht, also ich kenne einige, die im Offline-Vertrieb machen und die haben nie was davon gehört, es wird höchste Zeit. Ja, klick hier einfach hier drunter und da habe ich den Link reingepackt, ja, wenn du es auf YouTube siehst, das Video, ansonsten unten auf dem Button und dann hol dir das mal für einen Monat 1 Euro, ja, kannst du wirklich nichts falsch machen und dann kannst du es auch jederzeit wieder kündigen, ja, also da gibt es keine vertraglichen Mindestlaufzeiten oder irgend so ein Käse, gar nichts, ja.
Okay, und dann gibt es noch ganz, ganz viele super top Futures, über die ich vielleicht mal in noch ein paar zusätzliche Videos drehen werde. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und viel Erfolg. Tschüss.